Mittlerweile ist es 18 Uhr hier beim Fall Race 2014. 30 Minuten vor Ende holen die Fahrerinnen und Fahrer nochmal alles aus ihren Rollern heraus. Wir nutzen die Zeit und fragen bei den Teams nach einem kurzen Resümee. Ja, eigentlich noch ganz gut, nachdem wir noch mitfahren dürfen. Und wir hoffen, dass wir Platzierungen unter die Top 10 schaffen. Wir sind zufrieden, wenig schwere Unfälle, weiter war natürlich eine Katastrophe zwischendurch. Vor allem in der Früh, sehr rutschig, sehr glitschig. Ja, eigentlich sind wir hochzufrieden, auch die Organisation im Club intern hat gut funktioniert. Das ist aber gemein, dass man kurz vorm Ende interviewt wird, weil da sieht man ja aus wie kurz vorm Ende. Also ich würde sagen, die Knochen schmerzen und ist gut, dass jetzt vorbei ist, aber es war geil. Hat echt Spaß gemacht. Jetzt hoffen wir, dass die letzte halbe Stunde noch so gut läuft, dass wir durchkommen. Konditionell ein bisschen fertig, aber sonst tadellos. Kurz vor Ende hat das Team Bertmann Scooter Racing den 16ern noch den 16. Platz geschenkt. Der Roller steht da drüben. Jetzt hat sie nämlich kurz vor Ende noch das Gashall ausgehängt und jetzt ärgerlich, aber passiert. Ich möchte gerne nochmal die Chance nutzen, mich bei allen Mitfahrern zu bedanken, weil ich ja nun nicht zu den Schnellsten gehört habe. Und ich bin sehr, sehr fair überholt worden. Das Rennen hat wirklich Spaß gemacht. Keine bösen Manöver dabei gewesen. Also es war echt super, gerade auch für mich als Anfänger. Und gleich werden wir erfahren, wer das Fall Race 2014 gewinnt. Es ist Undis Racing Team. Vor Stoffis Racing Team und am dritten Platz Undis Ice Racing Team. Wir gratulieren allen Teams, Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz herzlich. Ja, uns geht's super natürlich. War ein perfektes Rennen, hat von Anfang an super funktioniert. Besser kann es halt nicht sein, wirklich. Ah ja, genau, nur eine Kleinigkeit. Meine Freundin hat sich von mir einen Pokal gewünscht und den bringe ich heute mit heim und kannst dir schon vorstellen, was daheim passiert dann, gell? Ich sag das nur. Scheiße! Aber das hat uns am Leben erhalten. Prost! Sehr geil! Überglücklich! Ja, Gesamtsieg! Traum! Gesamtsieg in der Meisterschaft! Optimal gelaufen, ja! Das war das Fall Race 2014. Wir freuen uns natürlich schon auf 2015. Mein Name, Matthias Brünner, live auf motorraum.tv.